Okay, nochmal ernst, weil ich gerade bei dem Testvideo entdeckt habe, dass es ziemlich cool ist, nicht alleine auf einem Video zu sein. Es kommt gut. Jeder mag Menschen, die Freunde haben, weil es zeigt, es muss ein cooler Typ sein, wenn der Freunde hat. Also wenn jemand anders den cool findet, dann... Gell, Pony? Dann kann auch... kannst auch du ihn vielleicht cool finden. Ja, und den letzten Gedanken, den ich also noch sagen wollte, war vielleicht... Der Gedanke 5.0. Jedenfalls ist diese... Ach ne, 5.0 Megapixel hat diese Kamera von meinem... Von meinem chinesischen Handy, das ich mir mit der Kutsche hab bringen lassen. Ach, immer muss ich so einen Dreck sagen, dass auch das Video nicht nur. Boah, ich bin gerade voll müde geworden. Also, was ich sagen wollte, war. Der letzte Gedanke ist ja, sind die graduellen Gegensatzbegriffe. Da ist schon keine starre Trennung mehr, keine absolute, keine oder kaum noch Digitalität. Ja, aber irgendwie. Also zum Beispiel, ja, also der Gegensatzbegriff, über den ich rede, der ist ja der zwischen was ist die Frage und nichts ist die Frage. Und zum Beispiel ein anderer Gegensatzbegriff ist ja der nah-fern. Also so ein gradueller Gegensatzbegriff, es gibt ja auch irgendwie nicht graduelle Gegensatzbegriffe, die sind aber spezieller, sind also nicht die letzten Begriffe. Zum Beispiel Fußboden dieses Zimmers und nicht Fußboden dieses Zimmers, also alles andere, was nicht der Fußboden dieses Zimmers ist. Aber solche Gegensatzbegriffe sind, da ist der eine Gegensatz, das Nicht-Fußboden dieses Zimmers, ist gar kein Begriff. Und der andere ist auch bloß eine Synthese aus Begriffen. Eigentlich muss da ein anderes Wort dafür her. Das ist irgendwie ein Wort, das ist ein Klang und irgendwas schwingt mit. Keine Ahnung. Aber jedenfalls die eigentlichen Begriffe und die letzten irgendwie so sind diese graduellen Gegensatzbegriffe. Gradualität ist irgendwie ein Zeichen von Konsistenz. Tag und Nacht wechseln sich graduell ab, die Farben auch, aber die sind irgendwie keine solche Gegensatzbegriffe. Irgendwie in einer anderen Weise, aber auch so irgendwie und so. Und was ist die Frage, sind nicht was ist die Frage. Ja, und da gibt es ganz viele andere auch Benennungen dieser Enden. Das sind ja die beiden gegenüberliegenden Enden dieses Strahls, der sich aufspannt zwischen diesen gegensätzlichen Begriffen. Was ist die Frage und nichts ist die Frage. Und dazwischen ist die Frage ist nicht, was ist die Frage, sondern irgendwelche anderen Dinge sind die Frage. Das ist das konsistent Digitale. Und was ist die Frage, ist das inkonsistent Digitale und das am meisten konsistent Digitale. Nichts ist die Frage, ist gar nicht mehr digital, sondern analog. Und da ist irgendwie an dem Ende von dem Strahl, aber genau, die Frage ist jetzt, wenn ich nah denke, nah ist auch immer relativ fern. Aber je näher was ist, desto weniger fern ist es. Aber wenn ich nah denke, dann habe ich irgendwie auch schon fern gedacht. Wenn ich fern denke, habe ich auch schon nah gedacht. In einer gewissen Weise. In welcher Weise? Das ist die interessante Frage. Irgendwie ist es ein Begriff. Und so ist es auch bei was ist die Frage und nichts ist die Frage. Aber ich kann irgendwie auch nah denken, ohne so richtig fern zu denken. Und ich kann auch was ist die Frage denken,
Ohne nichts ist die Frage, denken zu können. Also fängt, was ist die Frage ja an? Das heißt, die Frage ist irgendwie wie so ein Fortschritt im Begreifen von so einem, von dem, was auf dem ganzen Strahl liegt, von so einem graduellen Gegensatz, Begriffspaar. Wie irgendwie so dieser ganze Strahl begreifen, so das Aussteigen, das Enden von Sprache, von Denken ist. Das, was also Yoga will, wo Yoga hin will, zur Einheit. Die liegt hinter diesen Gegensatzpaaren, die schon graduell verbunden sind, aber die man irgendwie so durch ihre einzelnen Bezeichnungen. Ja, also sagst so nah ist relativ fern und fern ist relativ nah, aber ich bin immer noch in so einzelne Gedanken, die ich da so habe. Ich hänge immer noch an den einzelnen Wörtern, die so die Enden des Strahls bezeichnen. Und eigentlich nenne ich immer wieder nur eines, und obwohl ich dann so in jedem, in dem Nennen schon sehe, dass es nicht hinreicht, sondern dass ich da das andere immer schon mitdenke, dann denke ich es irgendwie doch wieder nicht mit. Also das ist so die interessante Frage, in welcher Weise denke ich es mit und wie nicht. Und wie löst sich also, wie ist dann sozusagen das, worum es geht, das Auflösen dieses Strahls, sodass das irgendwie alles immer, dass alles maximale Nähe, maximale Ferne und alles dazwischen, dass sich die Welt aufspannt, irgendwie gleichzeitig da ist. Und wie ist das, bei nah und fern hängt es nicht, ist dann, ist es immer ein Ende vom Strahl, das sozusagen das ist, das andere nicht kennt, und das andere Ende kennt es, zum Beispiel Nähe kennt alles. Irgendwie, wenn du alles kennst, ist dir einfach alles nah, aber du weißt auch, was ferne ist, oder weißt es dann nicht mehr. Oder ist immer ein Ende von einem Strahl erstrebenswerter als das andere? Das wäre ja auch so irgendwie. Eigentlich ist Nähe immer erstrebenswerter als Ferne, oder? Weil das Feindliche kann auch, wenn es nah ins ganz nah ist, ist es nicht mehr feindlich, sondern dann ist es, hat es dich im schlimmsten Fall übernommen, aber dann bist ja du, und dann ist auch noch kein Problem mehr. Und ist auf jeden Fall scheiße im Zustand, was ist die Frage zu sein, weil da ist einem alles total fern. Und wie hängen so diese, hängen die alles so auch zusammen, diese graduellen Gegensatzbegriffe? Dass man sagen kann, was, in was ist die Frage, ist dir alles fern, und bei nichts ist die Frage, ist dir alles nah, weil du bist alles. Und ist dann aber bei nichts ist die Frage in dem Zustand, die Kenntnis vom Zustand, was ist die Frage, ist es dann mit integriert und bekannt? Oder ist sie verschwunden, die Kenntnis davon? Das ist komisch, das sind so viele Fragen, die sich an so einem eigentlich übersichtlichen, überschaubaren Thema, das Thema, an dem ich seit Ewigkeiten nur noch rumdenke, ist eigentlich wirklich nur noch das, graduelle Gegensatzbegriffe. Sind bestimmt schon 3 Jahre, wo ich eigentlich fast nur noch, in denen ich fast nur noch darüber nachdenke. Aber in dem der ganze Batzen Welt, der ich bin und in dem ich bin, da dran hängt. Und der alles da so hingeknetet werden muss. Oder nee, gefunden werden muss, wie er da reingeschnetzt ist. Wie sich das alles so, wie es dann alles so, wie der Flow sich entdigitalisiert. In die Flamme fließt. So. Mit dem hohen Ton.